Hallo meine lieben Zuschauer, mein Name ist Oren Zoe und ich heiße euch willkommen zu meinem ersten Tutorial, in dem ich euch zeigen werde, wie man mit ganz einfachen Mitteln und ganz stupiden Werkzeugen oder Tools, wie auch immer, auf dem Computer eine Local Map erstellen kann. Aber wir wollen ja keine Zeit verlieren, deswegen legen wir sofort los. Wir kreieren uns eine neue Fläche, in dem Fall benennen wir sie Insel und 01, sehr wichtig, die Nummernfolge solltet ihr in der Regel in alle Dateien, in alle Projekte, was auch immer ihr vorhabt, macht immer eine sorgfältige Nummerierung. Das wird euch auf jeden Fall, da werdet ihr euch selber irgendwann dafür bedanken, denn wenn euch mal ein Projekt abschmiert oder irgendwas passiert, wird das die einzige Chance sein, um nicht nochmal alles von vorne machen zu müssen, sondern eben einen Schritt, den ihr zuletzt gespeichert habt. So, wir machen jetzt mal nicht zu hohe Auflösung. Ich würde sagen, 100 Pixel reichen aus, denn wir machen eine Local Map, sagen wir mal, für ein Videospiel. Und wir wollen sie jetzt nicht als Plakat drucken, also machen wir sie jetzt nicht so groß. Und dann machen wir 5. Nö, mach mal lieber 1000 auf 1000 Pixel. So, genau. Und RGB, Hintergrund weiß. Ja, von mir aus werden wir sowieso jetzt gleich ändern. So, und da haben wir schon unsere quadratische Inselfläche. Als erstes mache ich hier eine neue Ebene und auf dieser Ebene machen wir jetzt so ein provisorisches Meeresblau, was dann irgendwie so ein tiefes Meeresblau, was einfach nur den Hintergrund für unsere Insel darstellt. Dann kriege ich mir einen neuen Layer und werde schon mal mit Schwarz eine leichte Skizze machen. Ich habe jetzt meinen Pinsel, das ist das einzige Werkzeug, was wir heute benutzen werden, mein Pinsel auf 3 Pixel gestellt. Und wenn ich jetzt hier so drauf losmale, ergibt es mir eine ziemlich schöne, klare, schwarze Linie. Also wie gesagt, dieses Tutorial ist wirklich dafür, um euch zu zeigen, dass wie man ohne große Tool-Auswahl, ohne viele Werkzeuge, ohne Filter, ohne irgendwelche Effekte, einfach nur mit dem Pinsel, so wie ihr ihn habt, ganz einfach schöne Effekte durch bestimmte Regeln, wie man Schatten mit Schatten und Farben umgeht, etwas kreieren kann, was dann wirklich aussieht wie eine schöne Local Map. In meinem Fall jetzt eine kleine Insel. Wir müssen das ja ein bisschen eingrenzen, weil wenn ich jetzt die ganze Welt male, dann hört ihr und schaut mir einen Monat lang zu oder länger. Und das wollen wir ja nicht. Wir haben ja gar keine Zeit. Daher lege ich auch hier sofort los. Ich würde sagen, so spontan wie wir sind, lassen wir jetzt die Form der Insel so. Jetzt einfach einmal mal die Linie einmal habe ich jetzt so die Linie abgeschlossen und so sieht die Insel aus. Ich würde sagen, wir markieren uns schon mal, wo was sein wird. Vielleicht machen wir es so, dass also hier natürlich außen an den Rändern werden schöne Strände sein und hier vielleicht so mehr Grün an dieser Stelle. Und da ist so eine Bucht und hier werden vielleicht mehr Wälder sein. Und hier so mit diesen eckigen Kritzerlein sage ich, ja, hier gibt es Berge, eine leichte Berglandschaft.
die vielleicht auch hier so herumgeht. Und damit wir alle Klimazonen jetzt so testweise, damit wir wirklich alles haben, mache ich auch hier noch so ein bisschen Wüste, ja. Das tue ich jetzt einfach nur so mit so ein paar Strichen darstellen. Also wie gesagt, wir planen das dementsprechend ein. Hier kommt unser Wald so dschungelmäßig hin, viele Bäume, hier kommen so Berge mit Schnee drauf und hier ein bisschen Wüste, außenrum so Strände. Hier machen wir auch ein paar Bäume. So Kreise sind generell Bäume bei mir. Und das soll es für heute auch sein. Es geht einfach nur darum, dass ihr seht, okay, so kann man leicht Bäume darstellen, so kann man Berge darstellen, so kann man Wüste darstellen und Strände. Und dass es so aussieht, als ob es Wasser ist. Und wir versuchen uns natürlich so schlicht wie möglich zu halten. Aber trotzdem mit ein paar Tricks. Und Stilmitteln versuchen wir das so darzustellen, dass es irgendwie realistisch aussieht oder zumindest so aussieht wie so eine typische Fantasy-Local Map von irgendeinem Rollenspiel. So, jetzt wo wir unsere Skizze haben, können wir so richtig grob, wir machen wirklich nichts anderes, nur Pinsel. Das Einzige, was wir benutzen einen einzigen Pinsel. Und wir malen einfach nur in verschiedenen Stärken und in verschiedenen Farben. Sonst machen wir gar nichts heute. Keinen einzigen Effekt, kein Stempel, kein gar nichts. Nur dieser Pinsel, okay? Also, da unsere Insel jetzt hier bevorzugt grün sein wird, machen wir mal so ein bisschen dunkles Grün. Ja, fangen wir jetzt einfach mal hier so an. Also hier haben wir unsere grüne Fläche, da wo hauptsächlich der Wald sein wird. Ja, jetzt nur wirklich super grob, okay? Und hier dieser Teil wird dann auch mehr so grün sein. Dann nehmen wir hier so ein Gelb, so ein bisschen gräuliches Gelb. Und da markieren wir uns die Wüste, um ehrlich zu sein, dieses Gelb, ja, ist jetzt immer noch zu hell meiner Ansicht oder zu farbig. Das machen wir noch mehr in diesen Graubereich. So, ja, das sieht schon besser aus. Das war zu knallig gelb vorher. Okay, und unsere Bergkette, die machen wir definitiv grau. So, hier so schönes Grau, da werden die Berge dann sein. Hier so ein bisschen herum. Also wir achten jetzt nicht auf Geologie und an was wir alles uns halten müssen. Wir machen das jetzt wirklich ganz schlicht. Wenn ihr eine ordentliche Local Map macht, müsst ihr schon sowas bedenken, wie wo ist es feucht, wo ist es trocken, warum, weswegen, Höhenunterschiede, wie die Landschaft aufgebaut werden muss, damit sie glaubhaft rüberkommt. Aber jetzt in diesem Tutorial geht es gar nicht darum. Hier geht es einfach nur darum, wie wir schnell und effizient mit ganz simplen grafischen Mitteln eine glaubhafte Landschaft vom Visuellen hier umsetzen können. So, ich mache jetzt mal hier den Strand so ein bisschen drumherum. Ne? So. Und hier auch ein bisschen, hier ein bisschen, nicht komplett drumherum, das soll schön abwechslungsreich sein. Okay, und jetzt haben wir schon mal quasi unseren zweiten Layer, der quasi nach der Skizze schon so grob die Farben festhält. Und jetzt machen wir einfach einen neuen Layer, immer wieder einen neuen Layer und speichern nicht vergessen, sehr wichtig. Jetzt haben wir schon ein bisschen was gemacht. Das wäre schade, wenn es jetzt einfach weg wäre. Ich meine, war jetzt nicht lang, vielleicht 5 Minuten oder so gekritzelt, aber trotzdem unter einer neuen Nummer, unter der 2. Und so. Also, wie mache ich Berge? Ja, Berge sollen irgendwie schön sein, schön hoch. Und
mit Schnee ein bisschen drauf. Und das machen wir am besten so. Also wir haben immer noch unseren Pinsel. Wir verändern gar nichts. Ich mache jetzt mal 9 Pixel. Ich benutze dieses Grau, was wir jetzt schon haben, und werde es einfach nur ein bisschen dunkler machen. Ja? So, erstmal machen wir es dunkler. Und jetzt kritzeln wir mit dem Pinsel los. Und zwar kreieren wir so richtig wie so eine Ader. Ja? Wie so eine Ader, die so entlang läuft. Und die wird. Das werden die Spitzen sein. Ja? Ihr müsst jetzt nicht großartig hier die große Kunst sein, aber Berge haben wie so einen Rücken, also wie so eine Wirbelsäule, so ein Rücken, so eine höchste Stelle, und die ist meistens spitz und von beiden Seiten flach darauf zugehend. Und die machen wir jetzt hier als erstes. Natürlich muss sie der Form der Insel entlang laufen oder wie auch immer wir sie haben wollen. Ich habe mich jetzt so entschieden, dass es so ein Halbkreis quasi geht. Und dann machen wir hier. So haben wir jetzt quasi schon mal angedeutet, wie es ungefähr aussehen könnte oder aussehen wird. Und jetzt nehmen wir wieder ein Grau, ja, vielleicht jetzt einfach mal wieder ein bisschen heller und die Pinselgröße ein bisschen kleiner. Das waren jetzt 9 Pixel. Ich gehe jetzt runter auf 4 etwa. Und jetzt zeichne ich hier einfach so linienartig, wie das hier von dieser Spitze quasi weggeht, ja. Und dadurch schaffe ich schon mal so ein bisschen so die Form von diesen Bergen, ja. Und das mache ich jetzt hier so lange, bis es mir gefällt, ja. Wirklich ganz grob. Es geht einfach nur darum, dass man erkennt, okay, das ist Form, kritzelt hier so schön. Es soll ruhig gekritzelt sein. Je gekritzelter das ist, desto realistischer wird es am Ende aussehen. So. So, machen wir das. Okay. Gut. Und jetzt, ja. Jetzt sagen wir mal, irgendwie brauchen wir eine Angrenzung. Ne? Das geht ja nicht die ganze Zeit so. Also nehmen wir das Grün, was wir hier drumherum haben, und kritzeln genauso ein bisschen in die Richtung. Weil ich meine, so, es muss halt irgendwie lebendiger, realistischer aussehen. Und wenn es so eine glatte, simple Linie ist, dann ist es halt nicht der Fall. Und so kürzen wir einfach hier sowas dazu, vielleicht so ein bisschen an der anderen Seite und hier so ein bisschen hoch. Man kann sich vorstellen, ja, das ist so Gras ein bisschen hier so an den Stellen, was so hoch geht. Natürlich kann man das nicht als solches erkennen, weil wir sind ja viel zu weit oben, aber ja, irgendwie so können wir es etwas realistischer gestalten. So, jetzt nehmen wir wieder das Grau, das Dunklere. Ich mache es einen Tick leichter. So ein Zwischending zwischen dem Hellen und dem Dunklen am besten. Und damit tue ich dann, ja, das ist jetzt ein bisschen zu hell. Und damit tue ich dann hier noch ein bisschen mehr diese Details hier so reinkritzeln, ja, dass man sieht, ja, hier passiert was. Da ist jetzt hier so einfach so gekritzelt, und hier so irgendwie versuchen darzustellen, dass es diese Steine sind, diese steinigen Ecken von den Bergen. Noch sieht es nicht wie Berge aus, aber
Das ist ja unser Ziel. Am Anfang sieht immer nie was aus, wie es aussehen sollte. Aber je länger wir dran arbeiten, je mehr Details und Schattierungen wir einfügen, desto realistischer wird es. So, Kritzel hier, Kritzel da. Trillala. Okay. So. Ja, und sehr wichtig, wieder speichern nicht vergessen. Ne? Natürlich machen wir das wie vorhin, Nummer aufsteigend. Ja, wie ihr seht, mein Rechner ist topfit, erreicht Spitzengeschwindigkeiten. Sogar jetzt. Mit ganz simpel hier Datei abspeichern. Unglaublich. So, und jetzt sind wir quasi mit den Bergen soweit. So vom Geröll, Gestein hier. Naja, okay, machen wir noch ein bisschen. Ich sehe schon, die Begeisterung ist noch nicht da. Müssen wir noch ein bisschen was machen. Noch ein kleines bisschen. Noch ein bisschen hier so, gekritzel, gekritzel. So, okay. Und jetzt voll wichtig, ja, damit wir diese weißen Schneeecken haben, müssen wir eigentlich nur diese Bergspitzkette folgen und an dem höchsten Punkt entlang, aber nicht überall, sondern nur da, wo wir annehmen, dass es am höchsten ist. Mit ganz weiß, ja, ich habe jetzt ganz weiß genommen, einfach wieder so ein bisschen entlang fahren, aber nicht komplett, nur so ein bisschen. Und dann hier wieder, hier lassen wir hier nur so ein kleines bisschen, hier, dann lassen wir das zwischendurch wieder was aus. Und dann machen wir hier nochmal so, genau. Und dann von diesen Linien aus. Also wirklich, wir klicken rein und dann ziehen wir so von innen nach außen so ganz leicht einfach so Linien raus, okay? Und das machen wir jetzt überall so ein bisschen, ne? Weil das soll halt zeigen, da geht's runter. Also von der höchsten Spitze geht halt so dieser Schnee ein bisschen so runter. Dasselbe machen wir jetzt hier auch noch, ne? Da geht's so runter, da geht's auch runter. Hier so ein bisschen immer von der dicken weißen Linie ziehen wir quasi so wie so raus, ne? Als ob wir rausziehen würden. Aber wir machen das trotzdem ganz normal mit unserem Pinsel. Ne? Wir benutzen jetzt keine anderen Werkzeuge, wir nehmen einfach nur unseren Pinsel her. So, dasselbe machen wir da. Und wir müssen schon darauf achten, dass die Linien nicht in alle Richtungen gehen, sondern wirklich so diesen Gekritzel ein bisschen folgen. Okay? So, und jetzt haben wir quasi unsere weißen Bergspitzen. So, und jetzt, der wichtigste Trick ist jetzt das Folgende, was wir machen, ja? Wir kreieren einen neuen Layer, ja? Einen speziellen Layer, den nennen wir Schattierung. Okay? Und diesen Layer werden wir immer wieder zum Schattieren benutzen. Wir kritzeln einfach hin und wieder mal was drauf, dann schalten wir ihn wieder weg und machen ganz normal auf unserer Fläche weiter und dann schalten wir ihn wieder ein und machen da unsere Schattierungen. Und wir werden diesen Layer, da ziehen wir die Deckkraft. Ich würde jetzt sagen, jetzt mal auf 70% runter. Dann wählen wir schwarz aus. Hauptsache schwarz, weil wir können dann Deckkraft immer noch verändern. Wir können die immer noch anpassen, je nachdem, wie wir sie haben wollen. Aber bewusst wählen wir schwarz aus. Und wir machen die Pixelgröße etwas größer, sagen wir mal 9. Und dann können wir anfangen, hier so die Schattierungen zu machen. Und jetzt
etwas ganz Wichtiges. Das müssen wir einmal entscheiden und dann komplett durchziehen. Ja? Wir müssen uns entscheiden, von wo die Sonne kommt. Ich mache jetzt mal nur für mich als Hilfe, das wird dann nachher wegradiert. Ihr könnt es machen, ihr müsst es aber nicht machen. Ich sage, ich entscheide mich, wo jetzt die Sonne sein soll. Ich denke mir, vielleicht in dem Fall, damit das cool rüberkommt, sage ich, Sonne ist jetzt hier oben, oben in der Ecke. Ob sie unten in der Ecke ist oder links in der Ecke, ist egal. Könnt ihr machen, wie ihr wollt, aber ihr müsst dann wirklich immer diesem System folgen. Wenn ihr euch einmal für die Lichtquelle entschieden habt, bleibt die. Und sie wird auf allen Objekten, egal was wir malen, nachher total übernommen. Okay? Also hier ist meine Sonne. Ich habe mich jetzt oben rechts für die Ecke entschieden. Das könnt ihr jetzt auch machen, wenn ihr wollt. Und dann das nächste Mal, wenn ihr wieder in Photoshop was zeichnet, könnt ihr dann die Sonne woanders machen. Dann müsst ihr aber auch die Schattierung woanders machen. Okay, meine Sonne strahlt in diese Richtung. Okay. Ich male mir hier so die Striche. Nochmal hier. Und hier, nur damit ich weiß, okay, wenn ich wieder reinzoome und nicht mehr die Sonne im Blickfeld habe, dass ich mich noch daran erinnern kann, wo war sie eigentlich? Okay, gut. Und ich mache vielleicht die Deckkraft jetzt schon mal ein bisschen runter, weil ich sehe, das ist schon viel zu dunkel, diese Striche. Ich würde sagen, ich mache mal 50%. Okay, und jetzt ganz einfache Regel. Ihr könnt es sofort bei euch auf dem Schreibtisch zu Hause anschauen. Ihr macht ein Licht an und beleuchtet ein Objekt. Von der Seite, wo das Licht kommt, ist es hell. Auf der anderen Seite, wo das Objekt den Schatten wirft, ist auch die Seite des Objekts im Schatten. Ja? Und genauso ist es hier auch in unseren Bergen. Die Sonne kommt von der Richtung hier oben. Also werden die Schatten ausschließlich auf dieser Seite sein. Und deswegen fahren wir jetzt hier entlang von diesen Bergen und entscheiden, wie hoch jetzt der Berg ist und stellen uns vor, wie weit dann der Schatten reicht. Der wird jetzt quasi nur so hier, okay, so weit reichen. Die Fläche füllen wir aus. Und immer schön an diesen Rücken entlang, ja, also der höchsten Fläche vom Berg. Und dann machen wir wieder hier so, das ist jetzt ein höheres Stück, ne? Und dann hier. Hier geht es ein bisschen runter, also wird der Schatten nicht so weit reichen. Und dann machen wir hier wieder diese Spitze. Und der Schatten geht dann so weit. Und hier ein bisschen weniger. Ne? Hier ist es nicht mehr so hoch. Aber immer darauf achten. Hier ist das Licht und da geht der Schatten hin. Ne? Und dann hier. So. Und dann ist hier die Seite mehr im Schatten und hier die Seite mehr im Schatten. Hier in dem Fall sieht man, der Berg geht quasi dem Lichtstrahl entlang. Also wird der Schatten wahrscheinlich jetzt hier nur noch hier sein und diesmal ein bisschen auf der anderen Seite. Ne? Und dann gibt es hier so ein bisschen Schatten und da auf der anderen Seite vielleicht ein bisschen. Und das war's dann auch. Mehr machen wir auch hier nicht. Dann gehen wir wieder hier zurück und sagen, ja hier, da ist es mehr so flacher, aber da geht's wieder hoch, also machen wir wieder so einen höheren Schatten. Ja? Und das ist es. Das ist quasi das, was diesen Berg hochwirken lässt. Der Schatten. Der Schatten verrät, das ist eine Höhe. Wäre der Schatten jetzt nicht da, ja? Sieht zwar auch okay aus, aber wir können trotzdem nicht einschätzen, ist es jetzt wirklich hoch oder nicht. Und der Schatten, der gibt uns quasi den Ganzen eine Form und eine Tiefe. So, okay. Und jetzt wollen wir mal als nächstes. Ja, was machen wir als nächstes? Raten, ja, nein, speichern natürlich. So. Und speichern unter. Und dann machen wir 4. So. Okay. Und jetzt wollen wir einen Wald darstellen.
Gut. Wald. Also Bäume. Wir nehmen was von diesem Grün und sagen, ja, das machen wir jetzt dunkler, das kräftigeres Grün, das soll sich ein bisschen abheben. Ja. Und jetzt, damit es irgendwie funktioniert, wir machen hier, wir gehen natürlich zurück auf unsere Ebene, wo wir die Details machen, die Ebene 3. Oder wir kriegen eine neue, wir machen einfach eine neue für den Wald. Können es ja umbenennen. Wald, davor hatten wir die Berge. So. Und jetzt sind wir wieder auf der Waldfläche. Und jetzt machen wir Folgendes, ein bisschen größer. Und, wir bleiben immer noch beim Pinsel. Das Einzige, was wir jetzt verändern, wir machen bei der Ebeneneinstellung, ja, einen kleinen Trick. Ebenenstil. Da machen wir hier Schatten. Schatten nach innen. Nee. Wir machen Schlagschatten. Genau. Und der geht natürlich in die Richtung so wie wir die Sonne gesetzt haben. Ein kleiner Abstand. Überfüllen. Ne? Und die Deckkraft machen wir hier auf 50. So. Und jetzt, wir haben den Pinsel bei 16 Pixel. Wir haben einen Schlagschatten drin. Und das Lustige ist, Bäume von oben sehen folgendermaßen aus. Das sind einfach so grüne Boppel, die einen Schatten werfen. Und genau das haben wir jetzt kreiert. Wir haben jetzt einen Pinsel, der einen Schlagschatten wirft. Und wenn wir malen, ja, dann sieht es halt dementsprechend aus. Ah, ich sehe, da ist da noch irgendwie noch ein anderer Effekt drin. So, genau. Ne? Und so können wir jetzt hier überall diese Bäume quasi ganz einfach malen. Hier. Überall machen wir das jetzt so. Wir machen einfach überall so kleine Boppel hin. So. Nicht so große Flächen malen, sondern einfach nur so kleine Boppel. Boppel hier, Boppel da. So. Und schon haben wir quasi Bäume von oben. Machen wieder so ein bisschen mehr an den Bergrand. Bleiben unserem Pinsel treu. Und ja, wenn wir denken, vielleicht ist der Schlagschatten doch zu krass, können wir natürlich den Abstand verringern. Aber nicht zu wenig. Soll schon so irgendwie eine Tiefe haben. Genau. So. Da sind auch noch so ein paar Bäumchen. Und schon haben wir hier so ein bisschen Wald und ein bisschen Wald da. Okay. Können wir wieder speichern unter einer neuen Nummer. Und als nächstes machen wir uns an die Wüste ran. So, wenn ihr mal hier abspeichert. So. Und dann nehmen wir hier auch dieses Wüstengelb. Ja. Und machen das auch heller.
Ja, die Pixelgröße ein bisschen kleiner. Und dann zeichnen wir hier so Wellen rein. Ja. Bisschen Wellen. Wellenlinien. Okay. Und da machen wir auch hier so von der Seite etwas heller. Ne, von den Spitzen so herabkritzeln. Hier nochmal. So. Und dann gehen wir wieder in unsere Schattierung-Ebene. Wählen wieder schwarz. Wir bleiben unserem Pinsel treu und machen jetzt auf der anderen Seite, da wo wir annehmen, ja, da ist es jetzt höher. Da machen wir wieder hier so einen Schatten rein. Okay. So. Diesmal ein bisschen runder alles. Das ist ja kein Gebirge. Das ist alles flacher. Nicht so spitzkantig. So, und ich merke, ja, ist mir immer noch zu dunkel. Mache ich die Deckkraft runter. Ja, also ist es gleich viel angenehmer. Also war vorhin ein bisschen zu doll. Ich male immer noch mit Schwarz, aber dadurch, dass die Deckkraft runter ist, wirkt es natürlich viel heller. Okay. So. Und jetzt machen wir noch einen extra Layer. Einen extra Layer, mit dem wir quasi ja, so hier in den grünen Bereich bisschen Differenzen schaffen und den setzen wir auch auf, sagen wir mal, 30% Deckkraft. Ja, machen den Pinsel ganz groß und jetzt malen wir einfach hier so, ja, machen wir mal so ein anderes Grün, ein ganz anderes, so gräulich. Mit dem malen wir hier so rein und sagen, diese Ebene soll sich multiplizieren mit denen darunter. Und dann haben wir hier so quasi so eine, ja, wie soll ich sagen, so eine Abstufung. Ja? Und dasselbe machen wir jetzt hier auch mit der Wüste. Nehmen wir hier so gräulicher. Machen da auch hier so an den Bergen, näher an den Bergen. Und dann auch mal zwischendurch. So. Und jetzt wollen wir versuchen, eine Verbindung zu schaffen zu dem Meer, ne? Damit es etwas mehr so aussieht, als ob es ja, eine Insel ist. Also das Wasser, ne? Das können wir ruhig ein bisschen dunkler machen. Machen wir das ein bisschen dunkler hier so. So hell ist das mir ja gar nicht. Ich werde jetzt auch bei den Schattierungen die Linien mal weglöschen, die Orientierungslinien. Brauchen wir jetzt nicht mehr. Wir haben ja die Sonne schon und die Schattierungen soweit. Und worum wir uns jetzt kümmern, also wir gehen zurück auf die blaue Ebene vom Meer und kreieren eine neue, ja, immer wieder eine neue Ebene. Und wir haben jetzt das Blau dunkler gemacht und suchen uns dafür ein helleres Blau, ja. Und dann malen wir auch, ja, vielleicht nicht so ein großer Pinsel, aber etwas kleiner. So, und jetzt um die Insel herum, da wo der Strand quasi auf das Meer trifft, da entlang.
machen wir eine hellere Linie. Kann ruhig ungenau sein, mal ist sie dicker, mal ist sie dünner. Es soll nicht perfekt sein, es soll variieren. Je mehr es variiert, je mehr schlampiger quasi es aussieht, desto realistischer wird es am Ende. So. Da fahren wir so herum und haben jetzt quasi so das Gefühl, ah, das ist ja, da trifft das Wasser auf das Land, da entstehen so Wellen und dadurch, ja, wirkt es halt so. Und wir können gerne noch ein bisschen heller machen, ja. Und dann noch näher dran an diesem Strand, aber auch nicht überall, nur so ein bisschen hier, ein bisschen da. Da, wo es uns mehr passt, mehr gefällt, da, wo wir es haben wollen, an den Stellen, wo wir es nicht haben wollen, lassen wir es sein. So, und schon haben wir quasi ganz simpel es dargestellt, wie das Wasser an die Insel trifft. So, jetzt nehme ich nochmal dieses andere Blau, was wir vorher benutzt haben, und mache es ein bisschen dunkler, dass ich wieder so einen Zwischenton habe zwischen den dunkelsten und den hellsten. Mache die Pinselstrichstärke viel dünner und dann mache ich hier so einfach, wie man das so aus den Comics kennt, wenn ein Charakter sich bewegt, dann sind so Linien, die seiner Form entlang folgen, und das machen wir hier auch ein bisschen so überall, um zu zeigen, ja, da ist Bewegung, da ist das Wasser. Das schlägt da quasi hier so am Rande entlang und berührt das Land und die Wellen werden erzeugt. So, und schon haben wir ganz simpel, mit super simplen Mitteln, sehr schnell, innerhalb von kürzester Zeit, eine Insellandschaft mit verschiedenen Klimazonen, ein bisschen Bäume, ein bisschen Berge, ein bisschen Wüste. Und ihr könnt natürlich hier bei der Wüste, wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich immer noch so diese Waldfläche nehmen und ja, keine Ahnung, dann nehmt ihr noch ein bisschen Braun und dann mit einem dünnen Strich, und dann macht ihr hier so eine Palme oder hier noch so ein paar Palmen rein, damit es nicht ganz so nackt aussieht. Einfach so braune Striche und dann grün, aber ein bisschen so ein gräuliches Grün, ja, noch gräulicher, dass es ein bisschen ausgetrockneter aussieht. Dann zeichnet ihr hier die Palmen, und das Gute ist, weil auf der Ebene dieser Schlagschatten drauf ist, der folgt dann natürlich euren Strichen und erzeugt automatisch diesen Schatten. Ja? Und schon sind die Palmen, ja, wirken, dass sie da wirklich stehen und sie werfen diesen Schatten. Also haben sie eine Dimension. Wenn ihr denkt, hier, der Wald sieht auch irgendwie immer noch zu flach aus, könnt ihr immer noch auf derselben Ebene eins von diesen Grün wählen und vielleicht ein anderes Grün draus machen und mit einer anderen Strichstärke auch noch hier so oder eine neue Ebene kreieren, aber wieder mit dem Schlagschatten, ne? So einfach Ebenenstil kopieren, Ebenenstil einfügen. Und dann legt ihr halt quasi einen erneuten Schatten, und dann habt ihr so wie so eine Krone über der Krone und erzeugt dadurch halt auch so vielleicht höhere Bäume, ne? Und dann schmilzt es nicht so zusammen. Dann ansonsten, wenn ihr das auf derselben Ebene macht, dann habt ihr am Ende immer größeren, so einen größeren grünen Fleck, ne? Und das wollen wir vermeiden. Deswegen machen wir eine neue Ebene, ja, und tun den Ebenenstil von vorhin mit diesen Schlagschatten, neues Grün,
gleich etwas heller diesmal. Und wenn ihr dann drüber malt, macht ihr halt extra Flächen. Und das wirkt dann wieder, ja, hat dann mehr Dimension. Genau. Ich hoffe, euch hat mein Tutorial gefallen. Ich muss jetzt leider Schluss machen. Und wenn euch das Tutorial nicht gefallen hat, dann schreibt mir bitte einen Kommentar drunter. Falls euch das Tutorial gefallen hat und ihr findet, das ist eine nicht schlechte Lösung, um schnell eine Map zu kreieren. Eine Global Map? Eine Global Map, ja. Dann subscribed, abonniert meinen Kanal und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Tutorial wieder was von mir lernen könnt. So, und das war's von meiner Seite. Orenzoe wünscht euch noch einen schönen Tag und stressfreies, angenehmes Schaffen.